Ja, mein Schnaufen hört man, glaube ich, auch so schon. Da bräuchte ich den Soundgenerator gar nicht anmachen. Warte. Lassen Sie mich Ihren Helm aufsetzen. Conny fühlt sich so planlos. Ja, tue ich ja auch. Ist immer so nervös, wenn er nicht weiß, was ihn erwartet. Aber vielleicht weiß ja Jenny, was als da ist. Worum es geht? Also erstmal hallo, schönen guten Tag, schön, dass ihr da seid. Mystery Gadgets, Unboxing, Unpacking, rauspacken, anpacken, austesten, ausprobieren. Es ist Weihnachten, Kalender ist hier und Kai schweigt vor sich hin und ich weiß halt immer noch nicht, was wir machen. Ich stehe halt da. Ach, Ronny, lass dich überraschen. Ich habe ihm nur gesagt, wir fangen hier im Büro an. Ja, das ist richtig. Mit dem ersten oder vielleicht auch mit dem zweiten und dritten und vierten und geht's weiter. Und ich würde sagen, ich gebe dir mal dein erstes Produkt. Ja. Ach so, Marci ist übrigens nicht da, deswegen bin ich jetzt hinter der Kamera. Ach. Ja gut, jetzt weiß ich, warum wir das machen, weil das ist die einzige Wand, die wir immer zum Beamer-Austesten nutzen. X-Jimmy, der Elfin. Das muss ich jetzt mal, ich komme mal hier rüber, oder? Genau, hier oben drauf steht dann schon drauf, ist es ein Full-HD-Projektor. Wer X-Jimmy kennt, weiß um die Qualität der Geräte, beziehungsweise auch um die Kompaktheit. Das ist jetzt quasi schon eigentlich alles. Genau, der X-Jimmy Elfin ist das. Genau, hier vorne, da zu sehen. Ja, ich muss jetzt hier erstmal noch mal reingucken, weil ich jetzt gerade noch am Überlegen bin. So, die technischen Daten habe ich natürlich nicht im Kopf. Aber ich glaube, wir brauchen Strom und der hat keinen integrierten Akku. Richtig erkannt, der hat keinen integrierten Akku. Wir brauchen auf jeden Fall das Netzteil. Ja. Aber ansonsten sehr kompakt und dezent in der Optik, schlicht in der Optik. Ja, absolut. Genau, ich packe einfach erstmal schnell aus, klemme den kurz an und dann machen wir einfach weiter. Bevor wir da hier mal starten, hier nochmal die Anschlüsse, HDMI, USB, 3,5er und einen Stromeingang, Lüftungsauslass, wird ja natürlich auch warm beim Betrieb oder im Betrieb. Und ja, also An- und Ausknopf gibt es auch noch. Also ganz einfach gehalten, da ist jetzt wirklich nicht wahnsinnig viel dran, aber ich denke, dass man hier per WLAN eine Menge mehr lösen kann. Das ist jetzt eine reine Vermutung von mir. Genau, ich kann ja schon mal die Info geben, er verfügt über Android TV 10. Und wir haben eine schöne Fernbedienung, die würde ich auch gerne mal noch zeigen. Da ist alles Wichtige drauf, also auch die Google Assistant-Taste, dass man Sprachsuche nutzen kann. Und den Rest, würde ich sagen, sehen wir jetzt im Betrieb. Genau. Er springt schon an, man nimmt jetzt den Lüfter schon mal ein bisschen wahr. Genau. Und das Bild geht natürlich in Richtung Kai und wir schwenken bestimmt gleich um. Das Gerät ist an, die Kamera ist ausgerichtet und eingestellt und das ist dann direkt schon einmal die Oberfläche. Genau. Hier seht ihr das, das ist bei uns jetzt praktisch über dem Sofa, an der Wand, an der weißen Wand. Wir haben jetzt hier das Bild, den Raum abgedunkelt, er ist aber nicht stockfinster. Wir können mal kurz einen Schwenk zu Ronny, da seht ihr ihn, beziehungsweise so halb. Ich schwenke lieber wieder zurück. Oh, schönen Dank. Genau, was man jetzt nicht gesehen hat, weil wir da die Kamera noch nicht eingestellt haben, ist, wir haben wieder einen Autofokus. Das heißt, das Bild wird automatisch scharf gestellt mit dem jeweiligen Abstand. Und was euch jetzt vielleicht gerade schon aufgefallen ist, dass das Bild ja irgendwie kleiner ist als der Rest des Rahmens von dem Projektor, was gerade dargestellt wurde. Das hat nämlich einen guten Grund und den werde ich dir auch nennen. Weil man sieht, dass, was Ronny schon sagt, das Bild geht eigentlich bis links. Ihr seht die helle Grenze. Und also das eigentliche Beamer-Bild, aber das Bild des Beamers ist jetzt verkleinert worden. Ja. Und das zeigen wir jetzt mal, woran das Ganze oder wie das Ganze zustande kommt. Ich zoome mal für euch ein bisschen raus, dass ihr es noch besser wahrnehmen könnt. Da seht ihr jetzt nämlich das eigentliche Bild des Beamers. Und ich würde mal sagen, Ronny, hebt mal den Beamer kurz an und stell ihn wieder ab. So, und wieder hinstellen. Ja, dann stelle ich den so ganz ab. Genau. So, und jetzt nämlich, was Ronny nicht weiß, wir haben eine automatische Trapezkorrektur. Okay, und wir haben eine Hindernisausblendung. Ja. Tatsächlich hatten wir schon mal von X-Jimmy, glaube ich, einen Projektor, der hat nämlich das genau auch unterstützt. Und wir haben damit damals ein bisschen rumgespielt und probiert. Und mir ist das auch direkt wieder eingefallen. Das heißt, jetzt seht ihr schon, das Bild ist ein bisschen größer, aber wir haben unten im Rand ja noch irgendwie die Kissen als Hindernis. Richtig, weil diese Kissen hier sind im Bild. Und die nehmen wir jetzt mal runter. Und dann kannst du das Ganze nochmal machen. Ja, und dann wird das Bild auch so groß, wie es maximal möglich ist. Schauen Sie nochmal an. Wir setzen das Ganze nochmal ab. Da sehen wir dann auch direkt den Autofokus. Einmal auch die komplette Bildfläche. Da hat das dann auch wieder direkt ausgeglichen. Also so, dass wir immer eine parallele Kanten haben. Und jetzt könnte ich mit der Trapezkorrektur das Ganze nochmal ein bisschen anpassen. Das heißt, ich könnte jetzt größer ziehen, wenn ich das möchte. Und ich kann natürlich in die einzelnen Ecken gehen. Ne? Und das kann ich dann halt quasi durchführen, so wie es will. Ich mache das ja einfach mal aufs Maximum, so dass wir dann im Prinzip das haben, was das Bild eigentlich tatsächlich auch hergibt. Das ist auf jeden Fall eine sehr komfortable Lösung. Ja. Man hat zwar keinen Akku,
Aber wenn man den Beamer dann doch mal irgendwie wegstellt und dann irgendwie wieder bei sich irgendwie auf den Tisch stellt, auf den Schrank oder sonst was, also einfach so, immer wenn man Bedarf hat, den Beamer kurz mal aufbaut, ist es schon sehr bequem, wenn praktisch der Fokus als auch die komplette Trapezkorrektur und zum Beispiel das Ausblenden von irgendwelchen Wandbildern. Weil überlegt euch, ihr habt jetzt hier irgendwie ein Bild an der Wand und wollt nicht jedes Mal das zurechtzuppeln, dann kann der Beamer das, wenn er den anhebt und nicht, dann blendet er das automatisch aus. Genau. Jetzt haben wir auch das große und volle Bild, also fast volle Bild. Ich habe das jetzt so angepasst, dass das für unsere Verhältnisse gerade ist. Das heißt, der Vorteil ist auch hier, ich muss den Projektor nicht 100% gerade zu der Wand ausrichten. Das macht er letztendlich dann fast alleine und mit der Trapezkorrektur mache ich den Rest. Ansonsten, die Android-Oberfläche, die Android-TV-Oberfläche ist, glaube ich, nichts Neues. Das kennt man, die kann man anpassen, die kann man personalisieren. Man kann hier ganz normale Apps installieren. Man hat natürlich die WLAN-Verbindung, die braucht man natürlich dafür. Und sein Google-Account, richtig. Google-Account natürlich auch, gehört auch dazu. Ich kann jetzt auch direkt vom Handy aus mit Sicherheit was draufspiegeln. Auch das wird funktionieren. Genau. Chromecast-Funktion funktioniert. Genau, integriert. Und vielleicht sollten wir mal auf die grundlegenden Sachen noch eingehen. A, Helligkeit. Wir haben hier maximal 800 ANSI-Lumen zur Verfügung, was schon eine ganze Menge ist für einen kompakten Beamer. Wir haben eine Full-HD-Auflösung. Übrigens, wenn ihr hier Flimmern seht und so weiter, das ist natürlich nur wegen dem Shutter-Speed unserer Kamera geschuldet. Das ist in echt natürlich nicht zu sehen. Also das wird jetzt auf den Aufnahmen ein bisschen täuschen. Was dazu kommt, halt Android TV, ihr habt es schon gesehen, das läuft auch, muss ich sagen, echt performant. Ich habe ja damit auch schon vorher ein bisschen rumgespielt. Und natürlich auch WLAN, Bluetooth ist alles dabei. Und Ronny zeigt es ja hier gerade, wir gucken jetzt mal bei YouTube rein. Und was ich dir auch noch nicht gesagt habe, wir haben 2 3-Watt Lautsprecher, die von Harman Kardon zertifiziert wurden. Da ist es. Ja, ich mache jetzt einfach nochmal lauter. Ich habe es gerade ein bisschen leise gemacht, weil du was erzählt hattest. Jetzt erzähle ich dir auch mal was. Oh, Rossis Crunchy Moments, Himbeer Panna Cotta mit fruchtigen Himbeerstückchen. Ja gut, das ist ein gewagter Übergang. Vom Geräusch kommt auch ein bisschen Bass bei raus, also ja. Ich mir sagen lassen. Klingt auf jeden Fall vernünftig, sodass du halt im Prinzip ganz schnell auch mal so einen kleinen Heimkino-Filmabend machen kannst, ohne dass du halt irgendwie ein Riesen-Setup aufbauen musst. Was wir noch haben, wir haben es ja gesehen, Ronny hat ja schon die Anschlüsse vorhin gezeigt. Ich erwähne es nur noch mal, dass der HDMI-Anschluss auch ARC unterstützt, also Audio Return Channel, falls man das benötigt. Wir haben den USB-Anschluss, wo man natürlich externe Speichermedien anschließen kann, einen 3.5er-Anschluss, um den Sound sozusagen auch per 3.5er rauszugeben. Bluetooth habe ich erwähnt und die maximale Leistungsaufnahme des Beamers liegt übrigens bei maximal 65 Watt. Okay, gut, Amazon haben wir jetzt nicht installiert. 65 Watt ist für so ein Riesenbild aber halt auch verdammt wenig, muss man glaube ich auch mit nochmal dazu erwähnen. Und ihr seht, wie gesagt, das Bild ist jetzt ziemlich hell, also ziemlich scharf. Also geschätzt würde ich jetzt so sagen, sind wir jetzt so bei 75, 80 Zoll, oder? Größe? Ja, doch, würde ich sagen. Und du kannst dich ja mal daneben stellen. Ich kann nochmal ganz kurz ablaufen, das ist 1 Meter, 2 Meter Abstand im Prinzip. Ich gehe mal jetzt ja, so mehr oder weniger halbwegs daneben und dann sieht man, glaube ich, auch die Größe. Also das ist schon... Laut Hersteller wird übrigens geworben mit bis zu 120 Zoll. Und wenn ich das jetzt von der Helligkeit her sehe, weil es wirklich gut aussieht, ja, kann ich mir schon vorstellen, wenn man in einem stockfinsteren Raum ist, kann man auch bis zu 100, 120 Zoll wahrscheinlich mit einer vernünftigen Helligkeit immer noch erreichen. Können durchaus sein. Die Helligkeit nimmt natürlich dann mit der höheren Reichweite oder mit dem höheren Abstand natürlich ab. Aber dafür, dass der Raum jetzt nicht komplett dunkel ist, dass im Hintergrund noch Lampen an sind, irgendwas leuchtet, ist das, was wir hier schon sehen, ziemlich gut. Also es spiegelt halt genau das wieder, was wir von XGMI eigentlich kennen. Interessante Geräte, klein, kompakt, leistungsstark, mit vielen Features drin, die ja, quasi schon als Mini-TV-Ersatz dienen könnten und dann halt eben auf kurze Distanz, 2 Meter, halt eben hier 80 Zoll geflackt. Das ist schon was. Ich finde auch gut, dass die Oberfläche, da hatten wir auch schon bei den anderen XGMI-Geräten, dass die Oberfläche auch wirklich flott läuft. Ja. Also man hat jetzt keine mega Verzögerung oder so, wenn du irgendwie eine App startest. Natürlich ist es jetzt nicht mit einem High-End-Telefon vergleichbar, aber dafür, dass das schon integriert ist und man sozusagen keinen weiteren TV-Stick anklemmen muss, ist das schon ordentlich. Also man kann natürlich, wenn man jetzt irgendwie noch das Nonplus Ultra will, holt man sich halt, weiß ich, so eine Fire Cube, Fire TV Cube oder sowas. Max. Damit bist du natürlich immer noch ein bisschen besser, ein bisschen schneller, aber wenn man jetzt sieht, ich habe jetzt hier einfach mal den Google Filmbereich aufgemacht, der war ich vorher noch nicht drin, Gerät wurde frisch gestartet und das hat relativ schnell geladen, die Bilder sind schnell aufgebaut, also da gibt es jetzt nichts zu meckern von der Performance, also definitiv nicht schlechter als irgendein günstiger HDMI-Stick, also das muss man dann auch so sagen und das Bild sieht echt auch farbkräftig aus. Von den Farben her vielleicht ein Hauch zu kräftig, aber das passt. Ansonsten hat man auch noch die Möglichkeit, über die Fernbedienung eine Schnellkonfiguration aufzurufen. Da hat man dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel auch den Bildmodus nochmal zu wechseln.
ja, gibt es halt Fußball. Wir haben übrigens HDR10 und HLG-Unterstützung. Und man kann auch einen Benutzer definieren. Wir können ja mal reingucken, was man da. Da kann man die Helligkeit nochmal anpassen, Kontrast, Sättigung, Schärfe oder auch die Farbtemperatur. Wir haben auch noch erweiterte hier mit lokaler Kontrast, HDR. Und wir haben sogar auch noch eine 3D-Support. Sieht man hier auch noch. Ja. Seite, Seite, oben, unten funktioniert alles, alles dabei. Klangeinstellung kann man auch noch mal ein bisschen was dran rumspielen. Ja, ich kann jetzt gar nichts mehr zu sagen. Wie gesagt, XGMe ist für mich nicht ganz unbekannt. Ist auch nicht der erste, den wir von denen schon mal irgendwie in der Hand hatten. Wir haben schon ein paar getestet. Ich war mit dem, was sie bieten, immer sehr zufrieden. Vom Preis her ist es immer ein bisschen unterschiedlich. Die haben halt viele, viele, viele Geräte, die auch in den Pro-Modellen dann bei 1.4, 1.5 landen können mit 4K-Darstellung. Da sind wir jetzt hier natürlich nicht. Aber ich glaube, hier liegen wir dann auch wieder so bei 599 Euro irgendwie in den Dreh, also um die 600 Euro, glaube ich. Also, der Beamer kostet UVP 650 Euro. 50, okay. Und man kann momentan einen 100 Euro Sofortrabatt mitnehmen bei Amazon und liegt dann bei 550. Ja, was soll ich sagen? Also das Ding ist halt schnell in Betrieb genommen. Jetzt mit 550 Euro, es ist immer noch eine Menge Geld, muss man auch mit dazu sagen. Er ist aber klein, kompakt. Ausrichten, ultra leicht, er passt die Bildgröße an, Bildschärfe, setzt die Trapezkorrektur automatisch an, man hat eine schnelle Oberfläche, man kann alles direkt schnell einbinden und wenn einem die Software im Prinzip nicht gefällt, kann man ja per HDMI einfach etwas anderes mit einspielen, ob das jetzt eine Konsole ist oder Co. Oder irgendwas anderes oder einen Blu-ray Player, dann könnt ihr das auch tun. Man kriegt natürlich in dem Preissegment auch schon große fest zu installierende Projektoren, aber wenn man halt sagt, ich will mal ganz kurz mal eben heute mit einem Kumpel Fußball gucken oder ich will das von mir aus abends dann im Dunkeln draußen an die Wand flacken und da eine Weihnachtsbeleuchtung machen, irgendwas in die Richtung. Oder eine Konsole ran und dann zum Beispiel Multiplayer. Mit mehreren Leuten zusammenzocken, genau, dann geht das. Und da ist man halt einfach mit dem kleinen Kasten total schnell und flexibel. Ja, natürlich, man braucht Strom. Bei der Leistungsaufnahme ja, ist es nicht verwunderlich. Richtig. Wie gesagt, 65 Watt ist man muss aber bedenken, ihr kriegt ja von XGMe auch Modelle wie zum Beispiel den Halo Plus, der dann auch einen integrierten Akku hat, hat eine ähnliche Helligkeit, hat auch Full HD-Auflösung und Co. Da liegt ihr dann aber bei 700 bis 800 Euro. Das heißt also, wer auf diesen integrierten Akku verzichten kann, der kann halt bei XGMe bleiben möchte, der kann halt hier Geld sparen. Genau. Weil im Endeffekt die Ausstattung ansonsten sehr ähnlich ist. Ja. Und wie gesagt, wir können direkt aus dem Nähkästchen plaudern, machen wir die ganze Zeit ja auch, was Bildqualität und Kalibrierung und so weiter angeht, ist es alles auf dem Niveau, wo man sagt, da braucht man sich keine Gedanken machen. Das passt, den schmeißt du an, du nutzt den und du bist safe. Also das ist schon eine ganz geile Geschichte. Und wie gesagt, wenn man was Kleineres und Kompakteres sucht und nicht so einen riesen Boliden haben möchte, ist man bei so einem Teil auf jeden Fall sehr gut beraten. So, da sind wir wieder. Du hast mich heute übrigens nicht die obligatorische Frage gefragt. Ja, wie viele Gadgets haben wir denn? Weil wir haben an einem ungewohnten Platz angefangen. Richtig. Also offiziell sind es so 7. Wenn ich alle Produkte zusammenzähle, kommen wir aber schon an die 15 ran. Das heißt also... Weil mit Rolls sind ja gar nicht so verkehrt. Ich gebe dir direkt mal das Nächste. Oh! Knochenschall-Kopfhörer von Hailu. BC01. Wie hast du das nur erkannt, dass das Knochenschallkopfhörer sind? Wireless Bone Conduction, weil das man kann es gar nicht lesen von oben. Ich dachte schon, du bist irgendwie ein Fuchs und hast es am Bild ausgemacht. Aber du konntest es lesen. Genau. Und ihr jetzt auch. Hier oben steht es, beziehungsweise eigentlich, wenn man sich das Bild auch anguckt, sieht man auch direkt, wie es getragen wird. Nicht in den Ohren, sondern an den Ohren und der Schall wird halt quasi über den Knochen weitergeleitet. Genau. Also im Endeffekt müsst ihr euch vorstellen, die vibrieren. Und vibrieren so, bringen euer Knochen, euer Ohrknochen so in Schwingung, dass ihr dann etwas, also hier nochmal, dass ihr dann etwas hört. Ist praktisch, also wir können es ja schon mal vorweggreifen, weil Ronny hat ja sowas schon öfter mal getestet. Jo. Ist halt hygienischer, ne? Weil man sozusagen seinen Gehörgang nicht verschließt und B, man hört noch seine Umgebung. Richtig, man kriegt ja von der Umgebung noch ein bisschen was mit. Und das ist dann quasi das ganze Set, was man hat, was man sich dann halt quasi in den Nacken legt und dann an die Ohren ansetzt. Ein bisschen Anleitung und so weiter gibt es natürlich auch noch mit dazu und ein Ladekabel mit Sicherheit auch, aber ich glaube, da brauche ich nicht rein. Na doch, mach mal auf, weil die haben nämlich schon mitgedacht, da ist eine kleine Besonderheit mit drin. Okay. Andere Seite aufmachen. Na toll. Ach hier. Ja. Genau. Oh. Denn die packen nämlich gleich einen Gehörschutz mit bei, dass man sozusagen seine Gehörgänge auch verschließen kann, weil braucht man ja nicht. Und das würde ich einfach mal aus Demonstrationszwecken sagen, machen wir auch. Ja, tatsächlich. Okay, machen wir so. Ansonsten, was sagst du zu denen? Ist jetzt halt quasi so eine steife Verbindung, nenne ich es mal. Also ist jetzt nicht so wie mit TWS in ihr, wo du so einen einzelnen Stecker hast, den irgendwo reinsteckst, sondern du hast halt jetzt hier so ein ganzes Set, was dann im Nacken ansitzt und halt quasi übers Ohr rüber geht. Genau. Konkret ist übrigens im Nackenband auch, ich kann es vorweggreifen, ist ein Stahlkabel drin und dadurch bleibt es halt flexibel, aber auch stabil. Und in den... Man
Man hört, dass da was drin schwingt. Genau, man hört, dass es irgendwie... Und in den dicken Knubbeln ist dann sozusagen, also in denen, wo der Schriftzug auch draufsteht, da sind halt die Akkus und die Technik drin. Und in den anderen sind halt die vibrierenden sozusagen, ich nenne es jetzt mal Treiber, ich weiß nicht, wie die korrekte Bezeichnung ist. Oh, jetzt hat es direkt vibriert. Und jetzt suchen sie ihre Verbindung. Dann gehe ich auch mal auf die Suche. Man hat jetzt gerade, das habt ihr jetzt vielleicht nicht ganz gehört, die Aufnahme wird nicht ganz so krass scharf sein, aber durch das Aufliegen auf der Kiste hat das gerade eben kurz die Stimmerkennung, also Bluetooth wurde gesagt, hat das kurz mitvibriert. Also dann weiß man, wie Kai schon sagte, so wie das funktioniert. Also so wie gerade das Plastik da in Schwingung versetzt wurde, werden jetzt gleich Ronnys Ohrknochen in Schwingung versetzt. Genau, ich mache mich mal jetzt hier völlig gehirnkalt, wollte ich gerade sagen, aber ich stopfe mal die Ohren zu. Achso, ja, den können wir natürlich mal rausziehen. Aus dem Nackenband, ne? So, dann drehe ich mir mal so ein Ding ins Ohr, schieb mir das da rein, kurz halten. Heißt also, man kann wirklich damit sorgen, dass man zum Beispiel wirklich einen Gehörschutz trägt, der auch zum Beispiel vorgeschrieben ist, weiß ich, weil man zum Beispiel auf der Schießbahn ist oder. Und kann aber zum Beispiel auch trotzdem dann einen Anruf haben und mit jemandem kommunizieren, hat aber trotzdem Gehörschutz drin. Das ist zum Beispiel beziehungsweise wenn du dich auf der Baustelle befindest und halt eben diesen normalen Hast du mich etwa doch gehört? Ja, es liegt ja auch daran, dass ein Gehörschutz ja nicht alles wegfiltert, sondern nur bestimmte Frequenzen, die halt schädlich für den Hörgang oder für das Gehör sind. Und zum Beispiel hochschrillende Maschinen auf der Baustelle, Tischler hier, Kreissägen und so weiter. Sowas wird halt einfach reduziert. Von der Umgebung nimmt man trotzdem noch was wahr. Trotzdem ist es halt jetzt ein bisschen gedämpft, ein bisschen gefiltert, wie das halt normal ist. Genau. Aber man kann ja halt im Prinzip damit jetzt Musik hören. Und das mache ich jetzt einfach mal. Also ich habe Musik und ihr? Was man jetzt dazu sagen muss, das wird Ronny wahrscheinlich. So, jetzt mach das mal richtig laut. Du hörst gar nichts, oder? Nö. Was Ronny wahrscheinlich dann auch gleich berichten wird, ist, dass der Bass natürlich bei den Kopfhörern nicht ganz so gut rüberkommt, weil es ja über den Schall übertragen wird und dadurch natürlich auch keine. Ich sag jetzt mal, der Ohrgehörgang ist ja sonst so ein Resonanzkörper, der dann halt auch für den Bassklang zuständig ist. Kann natürlich mit einem Knochen. Also, ich merke jetzt, wenn ich die Finger hier ranhalte, auch wirklich diese Vibration. Vom Klangbild ist es natürlich anders. Man darf jetzt nicht das gleiche Klangerlebnis erwarten, wie man das mit einem normalen In-Ear-Kopfhörer hat. Es wird halt übertragen. Es klingt anders, aber man nimmt diese Musik wahr. Es klingt ein bisschen dumpfer, es klingt nicht ganz so fein aufgelöst, weil halt ja nichts direkt in den Gehörgang reingeht, sondern halt einfach über den Knochenschall übertragen wird. Aber ich nehme diese Musik wahr. Ich habe auch so ein bisschen Bass, ich habe so die Stimmen, die ich verstehe. Also das ist ein interessantes Hörphänomen, muss ich jetzt mal sagen. Aber wie gesagt, es ist ein komplett anderes Hören. Man darf das jetzt nicht mit, wenn man ein Heimtieranlage zu Hause hat oder einen richtig guten Kopfhörer hat, mit dieser Klangqualität vergleichen. Überhaupt nicht. Das ist halt einfach so eine Weiterleitung des Klangs über den Knochen. Und das klingt halt einfach anders. Muss man wirklich ausprobieren, ist ein bisschen schwierig für mich zu beschreiben. Aber was ich halt sagen kann, ist, es funktioniert. Ich habe jetzt, wie gesagt, meinen Gehörgang zu. Das heißt, da kann nichts reinkommen, nicht viel. Und durch das Vibrieren auf dem Knochen wird halt Musik wiedergegeben. Und das funktioniert irgendwie ganz geil. Soll ich rausnehmen? Ja, damit du mich auch hörst. Mal jetzt mal einfach Musik anmachen. So, feuerfrei. Und jetzt nehme ich Musik wahr und jetzt kann ich mich mit Kai immer noch unterhalten. Und ich bin jetzt auf fast der hohen vollen Lautstärke. Weil du hast ja deinen Gehörgang letztlich immer noch frei. Also wenn ich jetzt hier neben bin, sagen wir mal, wir würden jetzt im Zug sitzen und ich würde so neben Ronny sitzen, dann höre ich was ganz Leises zischen. Ich habe jetzt volle Lautstärke gemacht. Jetzt hast du volle Lautstärke. Genau. Jetzt höre ich praktisch... Ja, als würde ich jetzt neben dir sitzen und du auch normale TWS drin haben. Ich höre ein kleines bisschen was von deiner Musik. Ja, ja und jetzt habe ich halt halbe Lautstärke drin. Ich nehme meine Musik wahr. Ich habe jetzt quasi aber kein Defizit in der Form, dass ich mich nicht unterhalten kann. Jo. Das ist ja, wenn du irgendwas im Gehörgang drin hast, immer ein Riesenproblem dann irgendwann, wenn man sich unterhalten will. Das ist auch unhöflich, muss deswegen man auch sagen. Deswegen musst du ja dann auch Active Noise Cancelling ausmachen, musst dann teilweise auf den Transparenzmodus wechseln, dass du dann auch die Außengeräusche verstärkt bekommst. Genau. Aber das Schöne ist halt wirklich, mein Gehörgang bleibt frei. Und wenn ich zum Beispiel ein Problem mit dem Gehörgang habe, ich finde keine passenden Gerätschaften, die da reinpassen. Also die In-Ear-Tipps, die passen nicht. Oder ich bin da empfindlich, ich kriege immer Entzündungen und. Für den ist das halt einfach eine tolle Lösung, weil halt einfach der Gehörgang wirklich frei bleibt. Wie gesagt, klangbildlich ist es eine komplett andere Liga. Das kann man jetzt irgendwie nicht vergleichen. Das ist halt einfach die Art und Weise. Aber es funktioniert. Ich habe jetzt immer noch Musik an. Ich kann mich auf mein Gespräch konzentrieren, was ich führe. Ich kann mich auf meine Stimme konzentrieren. Ich kann mit Kai quatschen und habe trotzdem Musik, ohne irgendjemand anders zu stören. Oder, ich sag mal, so, so, ne, dieses Klassische. Also, das ist schon ganz praktisch. Also, ja. Und dann kommen wir doch zur Masterfrage. Was schätzt du, was die Dinger kosten? Das ist eine berechtigte Frage. Ich weiß es nicht. Na denn, taste dich heran. Ich glaube, ich sage jetzt mal, wir hatten ja schon mal welche gehabt. Ich weiß den Hersteller jetzt nicht mehr. Aber die lagen, glaube ich, so bei 170 Euro.
Ich würde da jetzt mit 150 auch in die Richtung erstmal gehen. Gut. Also du hast recht und ich glaube, du hast auch recht, was den alten, also was den Preis von dem Konkurrenzprodukt angeht. Ich habe es aber auch nicht mehr ganz auf dem Schirm, habe es auch nicht rausgesucht. Diese Kopfhörer hier, die Halo Pure 3, kosten UVP-mäßig bei Amazon, ganz normal in Deutschland, 110 Euro. 110? Momentan kann man da einen 25-Euro-Rabatt aktivieren. Okay. Und wir haben nochmal vom Hersteller einen 5-Euro-Gutschein bekommen, den man zusätzlich nutzen kann. Und dann kommt man auf insgesamt 80 Euro aktuell. Ja, da gibt es nichts zu meckern. Also das ist ein Preissegment, wo ich sage, wo man auch das mal probieren kann, weil es nicht so, es ist immer noch eine Menge Geld, ohne Frage. Aber zumindest ist es nicht so, dass ich jetzt irgendwie an die 200 Euro irgendwas ausgeben muss, um das auszutesten und festzustellen, ja, ist geil, aber eigentlich ist es mir trotzdem zu teuer. Da ist jetzt das mit hier um die 80 Euro natürlich eine ganz andere Geschichte. Und wie gesagt, es funktioniert ja. Ist ja nicht der erste Knochenschallkopfhörer, den wir irgendwie mal mit getestet haben oder auf den Ohren hatten. Das ist, wie gesagt, es hört sich anders an. Man gewöhnt sich aber relativ schnell mit dran. Aber umso mehr genießt man natürlich auch, wenn man mal wieder normalen Kopfhörer auf hat. Es ist halt was ganz anderes, aber die Art und Weise, wie es funktioniert und dass wirklich der Hörer frei bleibt, ist halt praktisch. Und wenn das halt irgendwie wichtig ist, ist es die perfekte Lösung. Jo. Also besser als hier diese komischen Nackendinger, die man da irgendwie macht, wo so ein Bluetooth-Lautsprecher dann rauströtet und das irgendwie so ins Ohr schallt. Ja. Und ihr habt ja gerade gesehen, einfach raufgesetzt, rangehangen und schon ist das Ding fertig. Das hat einen gewissen Anpressdruck, das drückt aber nicht. Nur wenn man jetzt, sag mal, lange Haare hat, merkt man dann im Prinzip schon, dass man da an den Bügel rankommt oder wenn man den Nacken nach hinten macht. Aber so ansonsten merkst du die gar nicht. Also ist auch noch relativ leicht. Also ist eine sehr, sehr geile Lösung, muss ich sagen. So, würde ich sagen, weg damit und weiter geht's. Ja. Grübel, so, iPhone 14 oder so? Genau. Ja, ich gehe davon aus, es ist irgendwie Zubehör in Form von Hüllen oder Schutzfolie. Wir hatten Thoras schon auch mal bei sehr interessanten Schutzgläsern, Schutzfolien, wo wir auch die Funktion hatten, dass die wiederverwendbar sind, wenn man sie abspült, ja, und so weiter. Ja, da wollte ich gerade auch mit den Gedanken wieder hin, kam mir jetzt bekannt vor. Ja. Genau. Ja, die haben jetzt auch fürs iPhone interessante Hüllen rausgebracht. Und du wirst gleich sehen, warum interessant. Am besten, wir packen mal erstmal alle aus. Und dann gut, dann packe ich alle aus. So. Umgefallen. Na, dann legen wir es doch hin. Ja, also Telefon, Hülle, Hülle, Hülle mit Glas, Hülle mit Glas. Genau. Und zwar hast du da ganz rechts die besonderen Hüllen. Ja. Darauf würde ich auch als erstes eingehen wollen. Denn wir haben A, diesen MagSafe-Ring, ja, der natürlich dann die MagSafe-Funktion des iPhones nochmal verstärkt. Aber, Besonderheit, genau, den kann man rausklappen und kann ihn dann als Ständer sowohl für horizontale und vertikale Positionierung nutzen. Ja. Als auch, dass man den so ein bisschen als diesen Pop-Socket, wie auch immer, da kann man so ein bisschen auch die Finger durchschieben, kann das dann so ein bisschen noch halten. Ja gut, das natürlich dann auch, ja klar. Ja, ist zwar ein bisschen recht groß dafür, aber ist trotzdem ein gewisser Schutz. Ja, aber besser als gar nichts. Also, richtig. Ne? Ja, wenn man es schon mal hat, kann man kombinieren. Ja, wie das hinzustellen ist, habt ihr gerade gesehen, hält auch, also ist relativ stabil. Weil wir hatten schon mal alternative Hüllen, die hatten dann so einen Kameraschutz, den man rausklappen konnte. Da war aber das Problem, man konnte es nicht vertikal hinstellen. Das geht mit dieser Hülle. Und man sieht es gerade schon, MagSafe funktioniert weiterhin. Also Magnet, der löst sich dann trotzdem, aber ich könnte es jetzt im Prinzip auch ankippen. Genau. Zum induktiven Laden muss ich natürlich dann das Ganze wieder flach machen. Richtig. Ich kann dir das auch nochmal hier mit dem, beziehungsweise zeig es mal nochmal, das mit dem Vertikalen. Man kann es dadurch halt auch vertikal hinstellen. Das ging mit den anderen nicht, also hoch. Genau. Nee, mach mal einen steileren Winkel. Funktioniert alles. So? Genau. Weil das funktioniert alles. Das heißt also, wer jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, sich TikTok da reinpfeifen will, der kann das auch im Porträtmodus alles nutzen und kann es trotzdem hinstellen. Und jetzt habe ich hier nochmal das Ladegerät mitgebracht. Da kannst du das praktisch auch zeigen, dass das alles funktioniert. Ach so, ja. Du kannst ja auch so an die Hülle ranhalten, dass man auch sieht, dass das wirklich mal, genau, so rum, dass das wirklich mal, also da siehst du auch die Anziehung. Ne? Ja.
Also wie gesagt, es kann aufklappen, wenn man das aber halt ganz normal zum Laden hinlegt, dann ist es kein Problem. Genau, einfach zur Seite wegziehen und dann ist es am einfachsten. Denn, genau. Ja, hält auf jeden Fall. Also da kann man sagen, das ist magnetisch. Haben wir an einer anderen Ladestation auch gerade gezeigt. Das Scharnier sieht übrigens auch zumindest so aus, dass ich auch dem vertraue, dass das nicht nur nach 10 Mal auf- und zumachen dann auch kaputt ist. Also zumindest ist es halt irgendwie aus Metall oder Aluminium oder irgendwas gemacht. Also nicht nur Plastik, irgendwie günstig. Der ganze Ring ist halt, wie gesagt, auch irgendwie, obwohl der... Ja, die Magnete sind da auch drin. Die Magnete sind drin, aber der Ring selber ist aus Kunststoff, glaube ich. Ja, wirkt auf jeden Fall sehr hochwertig und man hat da im Prinzip eine Schutzhülle, kann dann alles noch weiter rankommen, so wie es sein soll. Hat hier halt noch die ganzen Kantenschutz und so weiter, Kameraschutz ist mit drin. Ja, genau. Ja, ist halt besonders robust und ist halt auch, sag ich mal, ein bisschen robuster, was Stürze angeht. Ja. Wenn man aber das ein bisschen schlichter will, kann man ja theoretisch auch zur normalen Apple Originalhülle greifen. Wir haben ja schon oft genug gesagt, dass die 60 Euro kosten oder 59 Euro. Wer aber die Optik halt trotzdem sehr schlicht haben will, der könnte jetzt zu der links greifen. Eine von den beiden, das sind genau, beide die gleichen, ne? Das gleiche, die sehr schmal ist, die also nicht so dick aufträgt, aber trotzdem die MagSafe-Funktion nochmal integriert hat, damit halt die Anziehung nicht verloren geht. Genau, und da kannst du nochmal das nehmen und daran halten und man sieht es auch, du kannst es ja auch daran festhalten. Also hier kann ich jetzt nichts abhebeln, also weil kein Kranz dran ist, der zum Winkel halten da ist oder so. Du kannst es ja auch mal an die Hülle ohne iPhone ranmachen und dann sieht man auch, dass das funktioniert. An die Hülle, achso, hier, ja. So, zack. Genau, da sieht man, dass hier dann quasi die magnetische Fläche ist und auch hier hat man dann halt einfach diesen Anschluss. Schon alleine dann hat man eine hohe Anziehungskraft und wenn man das iPhone drin hat, wird es ja nochmal verstärkt. Also es ist schon ganz geil. Jo, das ist jetzt natürlich eher eine simplere Hülle, die schützt dann die Kameras auch, steht ein bisschen über. Richtig. Was das Display angeht, haben wir auch hier so einen leichten Schutz. Die hier sind aber nochmal ein bisschen anders, das ist ein bisschen gummiartiger, das wirkt hier auch ein bisschen dünner. Ja, also ist halt wirklich schlichter. Wird auch damit beworben, dass er halt besonders dünn und schlicht und dezent sein soll, dass er nicht so dick aufträgt. Ist wie gesagt sehr angelehnt an die Originalhülle von Apple und wer da Bock drauf hat, aber halt nicht bereit ist, da 60 Euro bei Apple zu lassen, obwohl das iPhone ja auch schon zu teuer oder teuer genug ist, der könnte jetzt zu der Hülle greifen. Heißt Origin Fit, genau, heißt Origin Fit und die andere ist halt so ein bisschen eher auf robustere Outdoor Nutzung ausgelegt. Teilweise liegt dann auch noch Display-Schutzglas bei. Genau. Inklusive den ganzen Zubehör, was man auftragen kann. Und. Ja. Richtig. Genau. Also bei den linken zwei simpleren Hüllen waren die Schutzgläser mit bei. Bei den anderen, wo ist das MagSafe und die vertikal-horizontale Stütze mit beilagen oder befestigt sind, da ist es jetzt nicht mit bei. Aber ja, ist jetzt natürlich eine Preisfrage, wie, was wo kostet. Richtiges Stichwort. Dann schätzt doch mal, was die beiden verschiedenen Hüllen kosten. Also Schutzgläser an sich, 2 Stück. Normaler Hersteller bist du auch schon so bei 10 bis 15 Euro. Für Apple-Geräte war es, glaube ich, sogar immer noch ein bisschen teurer. Und eine Hülle muss man nochmal mit oben drauf rechnen. So würde ich da jetzt rangehen zumindest. Okay. MagSafe, ich sag mal so, das ist eine simple Hülle. Die könnte man für 15 bis 20 Euro auch einzeln anbieten. Ich würde sagen, das Set liegt bei 30 Euro, was jetzt dieses Set angeht, mit der simpleren Hülle und dem Glasschutz. Okay, also der UVP-Preis gibt, die gibt es übrigens auch in verschiedenen Farben. Ah, cool, okay. So wie halt auch das Original von Apple, die gibt es auch in verschiedenen Farben. Die normale Hülle mit dem ganzen Zubehör kostet normalerweise 23 Euro. Oh, okay. Und da gibt es momentan bei Amazon halt noch 5% Sofortrabatt, dann landet man bei 21,80 Euro irgendwie in dem Dreh. Dafür, dass du eine Hülle bekommst und 2 Schutzgläser, völlig legitim. Und halt auch diese MagSafe-Funktion schon in der Hülle mit drin ist. Richtig. Weil natürlich zahlt man für Hüllen, wo das nicht der Fall ist, weniger. Ja. Ich sag mal so, eine Standardhülle von irgendeinem universellen Hersteller für Apple-Geräte bist du auch bei 15 Euro. Da hatte ich noch ein bisschen Velourstoff von mir damals drin beim iPhone 13 oder so, wo ich das mal mit angeguckt habe. Nee, 12 war es, glaube ich. Da hatte ich mir eine Hülle gekauft, die hat alleine 15 Euro gekostet, war halt in Rot mit Velourstoff drin und das war's. Da war nichts bei. Und da ist das jetzt was komplett anderes, plus Glas. Also ja. Und dann haben wir ja die Hülle mit der etwas spezielleren Nutzung, dass man halt diesen MagSafe-Ring oder wie auch immer man ihn nennen will, halt auch rausklappen kann als Ständer. Ja, und halt diese etwas robusteren Optik, Kantenschutz, Kameraschutz. Dann würde ich jetzt einfach 25 sagen. Also eigentlich müsste es ein bisschen weniger vielleicht sein, dass wir so bei 17,50 oder so ankommen, einfach weil das Glas fehlt. Aber ich weiß nicht. Es ist halt ein Apple-Produkt und auch die Hersteller, die Apple-Produkte oder Zubehör verkaufen, die verlangen auch meistens mal ein bisschen mehr. Deswegen gehe ich da jetzt einfach auch ein bisschen höher ran. Okay, also hast du dich jetzt sozusagen von dem anderen Angebot irritieren lassen, denn diese Hülle kostet momentan so roundabout 32 Euro. 32? Mhm. Das wäre mir dann schon fast zu viel.
Jo, muss ich ehrlich sagen. Ich sag mal so, du bist hier eh in anderen Dimensionen unterwegs, weil man halt, ich sag mal, den normalen oder den geneigten Apple-User anspricht, der dann sich denkt, oh, das kostet immer noch die Hälfte von einem iPhone oder von der Originalhülle und hat auch mehr Funktionen, klar. Ich muss auch dazu sagen, die anderen Hüllen, die wir bisher vorgestellt haben, die dann irgendwelche spezielleren Funktionen hatten, weil wir hatten auch schon Hüllen, da war das dann im Kameraguard integriert, den konnte man dann auch klappen, so ein bisschen als Ständer benutzen, aber halt nicht im Porträtmodus. Und die lag auch bei 30, 35 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Also eigentlich eher so, das ist fast ein Standardpreis, kann man fast sagen. Ich persönlich empfinde das noch als zu teuer, weil ich mir halt einfach Hüllen für einen Zehner kaufe bei Android-Geräten und dann bin ich glücklich. Oder vielleicht mal 12 Euro und dann war es das. Ich habe natürlich keine MagSafe-Lösung, die habe ich mir mal separat gekauft, hat mich dann halt nochmal 13 Euro gekostet. Müsstest du ja aufrechnen. Wäre man dann halt bei 23 bis 27 Euro. Also eigentlich sind wir jetzt ja gar nicht mehr so weit von den 32 entfernt. Ja, okay, hast mich. Aber ich sag mal, letztendlich, wenn man so ein Telefon hat und eine Hülle cool findet oder die Funktion der Hülle, dann wird man das Geld mit Sicherheit ausgeben. Und es ist immer noch weniger als die Standardhülle, die Apple selbst anbietet. Das muss man ja auch so sagen. Richtig, richtig. Ja, schön, würde ich sagen. Würde ich sagen, packen wir das Ganze weg und weiter geht's. Etwas mitgebracht. Ich würde sagen, hol gerne mal alles raus. Ich hole alles raus, was in mir steckt. Und wir zeigen es dann. Ich zoome jetzt nicht oben rein. Okay. Haben wir noch was? Ja, wir haben noch was. Tada. So. Ronny, was hast du da? Oh, das ist was ganz Tolles, Mann, Kai. Wenn ich dir das erzählen könnte, was das alles Schönes ist, dann wäre ich einen Meter schlauer. Teleshopping 2.0. Ja, fast ja. Also, wir haben hier eine Ladestation. Wir haben hier ein Netzteil mit 65 Watt. Wir haben nochmal ein Netzteil mit 100 Watt. Hier haben wir eine Powerbank mit Power Delivery 30 Watt und Wireless Charging, also induktiv. Hier haben wir USB zu Lightning Kabel fürs iPhone quasi. Und hier haben wir nochmal USB zu USB-C Kabel, das auch mit Power Delivery 100 Watt belastet werden kann. Jo. So. Und Infinity Lab sagt dir wahrscheinlich noch nichts. Tatsächlich nicht, nein. Dann dreh doch mal die Packungen rum. Da ganz hinten, da an der Seite stand sie nämlich drauf. Hamann. Richtig. Die gehören die dazu. Die Hamann-Kardon-Geschichten? Ja, genau. Okay. Genau. Und zwar ist Infinity Lab, haben sie als Marke oder ist jetzt als Marke mit dabei. Und die haben so ein bisschen auch den Nachhaltigkeitsaspekt mit für sich entdeckt und werben damit, dass halt die, deswegen würde ich sagen, pack in der Zeit schon mal was aus. Ich versuch's gerade. Dass man auf 90% recycelten Kunststoff zurückgreift bei den Produkten. An den Produkten selber. Ja. Was jetzt natürlich auch auffällt, ist, die Verpackungen selbst sind eher schlicht gehalten, sehen halt sehr nach Papier oder Holz aus. Genau, man versucht halt auch da Plastik zu sparen oder Kunststoff. Aber das hier mit dem Auflösen von Klebern und Öffnen von Laschen, das haben sie noch nicht hingekriegt oder ich krieg's noch nicht hin. Muss man ja zum Glück nur einmal machen. Ja, das ist richtig. Muss man ja zum Glück nur einmal machen und spart sich da halt aber auch dieses ganze Klebebandzeug, alles. Ja, okay, das ist natürlich auch trotzdem eine großzügige Verpackung, aber das liegt ja auch an dem Gerät. So, dann machen wir das mal. Also das ist auch so eine Art Papier. Richtig. Ich lasse das jetzt mal bewusst erstmal alles so mit auf den Tisch liegen. Normalerweise räume ich das ja mal ganz weg, aber... Ist, aber der ist ein Kleber, den sie hier verwenden, der ist echt gut. Na, normalerweise eigentlich nur abziehen. Klar, das kann man nicht wiederverwenden. Also zumindest jetzt nicht hier, das kann dann recycelt und eine Papiertonne. Genau. Dann haben wir hier nochmal auch so ein Stoffbeutelchen, also auch kein Plastik. Mhm. Man hat dann im Prinzip die Gerätschaften und nochmal einen Steckeraufsatz für UK oder Europa oder was weiß ich. Ja, genau. Und dann wäre das, was die Verpackung angeht, schon mal fertig. So, also haben wir hier schon mal Stoffe, die auf jeden Fall besser recycelt werden können oder verwendet werden oder biologisch abbaubar sind. So, jetzt habe ich's. Und dann haben wir das Gerät selbst. Jo. Was jetzt die Materialbeschaffenheit angeht, kann ich gar nichts dazu sagen. Es wirkt wie matter Kunststoff. Es ist relativ leicht, es ist halt nur eine Ladestation, die muss jetzt kein großes Gewicht mit sich bringen. Auch hier an dem Netzteil sieht das jetzt für mich erstmal auch nach ganz normalem Kunststoff aus, aufgesetzt. Genau, ist ja auch letztlich, man wird da keinen Unterschied erkennen, ob der Kunststoff recycelt wurde oder nicht. Nö. Es ist halt nur ein Nachhaltigkeitsaspekt, dass man halt jetzt nicht neuen Kunststoff benutzt hat, sondern dann halt vorhandenen nochmal recycelt hat. Genau, und als Besonderheit von dieser Ladestation kann ich dir gleich noch mitgeben. Ja. Die kann drei Geräte gleichzeitig laden. Du kannst einmal die induktive Ladefläche oben nutzen, kannst aber auch gleichzeitig hinten einen USB-C als auch einen USB-A-Anschluss nutzen, die auch nochmal
Strom gleichzeitig ausspucken können, sodass du halt bis zu 3 Geräte damit auf einmal aufladen kannst. Ja, Netzteil. Und wenn dich da die Leistung noch interessieren. Gutes. Also das Netzteil hat, glaube ich, 44,9 Watt. Richtig. Und zwar können wir induktiv mit bis zu 15 Watt laden. Der USB-C Standard. Kann bis 30 Watt ausspucken und der USB-A-Anschluss, also der große, kann bis 15 Watt, also auch Standard ausspucken. Auch 15 nur, okay. Und der USB-C aber zumindest recht fix, sodass 30 man sagen ist kann, ja schon. Ja. Genau, sodass man halt sagen kann, zum Beispiel die iPhones können und Samsung-Geräte können halt mit induktiv mit dem Maximum beladen werden, können auch per USB-C mit dem Maximum beladen werden. Das ist alles dabei. Bling. Da lädt's. Warum sieht mein Bildschirm so komisch aus? Was ist denn da los? Das ist dreckig. Nein, das ist irgendwie hier mit dem Menü da oben, da irgendwie die ganze Musik wahrscheinlich. Und man könnte jetzt halt das zum Beispiel sich auf den Schreibtisch stellen und könnte dann hinten noch einen kurzes zum Beispiel USB-C-Kabel ranmachen, um zum Beispiel auch seine Kopfhörer aufzuladen. Ja. Oder. Oder noch das Arbeitshandy und das private Handy gleichzeitig aufladen. Funktioniert. Ja, kann man ja alle möglichen Spiele machen. Sehr schön. Richtig. Oh, so, dann würde ich sagen, gucken wir uns noch die anderen Produkte an. Ich helfe dir mal beim Auspacken. Oh ja, das ist jetzt tatsächlich echt ganz schön viel. So. Ich habe fertig. Ich auch. Alles wunderschön eingepackt. So sieht der Verpackungsinhalt dann aus. Ich habe die Verpackung jetzt extra mal dran gelassen, damit ich selber gucken kann, was es ist. Das war das 65 Watt Netzteil. Na, ich sehe jetzt hier auch so eine Art Schraffur drauf. So ein bisschen wie Steine oder sowas. Ja, genau. Das wird so gewollt sein. Fand ich ziemlich interessant, weil das sieht so ein bisschen aus wie, ich sag jetzt mal, Marmor oder sowas. Genau, also eher so wie Rauch jetzt in dem Fall, würde ich sagen, bei der blauen Powerbank. Könnte aber Marmor sein oder Schieferplatte oder so. Ja, ganz leicht angedeutet. Ist auf jeden Fall ein cooles Detail. Ansonsten habe ich sie gerade mal einmal auf den Tisch gekippt. Ihr habt sie gesehen, ne? Die UK-Stecker oder der Europa-Stecker und so weiter ist alles wie mit dran. Plug and Play quasi. Ranstecken, dann hat man hier so ein kleines, feines, handliches 65 Watt Netzteil mit einer LED, Betriebs-LED. Und hier ist dann halt USB Typ C und einen USB-A-Anschluss. Genau. Und wir haben. Gebt dir halt noch die Info: USB-C gibt bis 65 Watt aus, was auch draufsteht, und der USB-A bis 15 Watt. Genau, und du kannst halt zwei Geräte auch gleichzeitig aufladen, dann teilt sich das natürlich von der Leistung wieder auf. Alle Geräte haben auch verschiedene Sicherheitsmechanismen. Mhm. Unter anderem zum Beispiel Kurzschluss oder Schutz vor Kurzschlüssen, Überladung, Temperatursensoren sind drin, also vor Überhitzung haben sie einen Schutz drin, Überspannung, Überstrom. Ist sowohl bei der Powerbank als auch bei den ganzen Ladegeräten alles mit drin. Ja gut, das ist eigentlich so ein Standard, den erwarte ich dann auch bei so einen Gerätschaften. Weil alles andere macht ja auch keinen Sinn. So, diesmal nicht in schwarz, sondern in grau. Ist auch mal was anderes. Auch hier sieht man dieses Marmorierte wieder. Genau, da sieht man das Marmorierte. Ansonsten ist es in grau. Wir haben jetzt hier zwei USB-A-Anschlüsse und zwei USB-Typ-C-Anschlüsse. Wie gesagt, das ist das Netzteil mit 100 Watt Ausgangsleistung. Auch hier dann das hellgrüne Infinity Lab Logo. Und noch die LED oben in der Ecke. Genau, die sagte ich ja gerade schon. Beide USB-C können jeweils die 100 Watt ausgeben, wenn sie natürlich auch nur das eine Kabel dran haben. Ja. Wenn du beide anklemmst, dann teilt sich das Ganze wieder auf. Und die beiden USB-A-Anschlüsse können halt auch die jeweils bis zu 15 Watt ausspucken. Komisch, und je nachdem, wenn man dann zwei oder drei oder vier Geräte anschließt, teilt sich das immer entsprechend auf. Mich wundert, dass die USB-A-Anschlüsse jetzt irgendwie immer nur die 15 Watt ausgeben können und nicht ein bisschen mehr. Genau, das wäre dann nur mit Quick Charge möglich. Ja, aber das sind wieder Lizenzen. Genau, beziehungsweise ist es aber auch so, dass man mittlerweile das kaum noch braucht, da das meiste alles über Power Delivery gemacht wird. Und da haben wir ja den 3.0er Standard. Zum Glück haben wir ja den einheitlichen USB-Typ-C Standard. Und das kannst du halt alles mit USB-C-Kabel machen. Genau, das wäre dann ein Kabel, und also hier USB-C, ne? So wie das halt ist. Und dann hast du das Problem eigentlich auch nicht mehr. Da hast du natürlich auch völlig recht. Genau, das ist das 100-Watt-Netzteil. Ich glaube, dazu brauchen wir nicht mehr sagen. Dann haben wir im Prinzip hier die Powerbank, 10.000 mAh. Und man sieht hier so einen Blitz drauf. Genau. Das bedeutet, auch hier werde ich dann jetzt, wenn ich hier den Knopf drücke, bestimmt dann sehen. Ja, da lädt es oder leuchtet zumindest. Ja, ist leider alle. Das kann natürlich auch passieren, da wird kein Strom geschenkt. Genau, ich gebe dir noch ein paar Infos mit. Jo. Du hast ja gesehen, du hast die induktive Ladefläche, du hast einen großen USB-A-Anschluss als auch den USB-C-Anschluss. Bedeutet, wir können, wenn sie denn Saft hat, auch bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen, nämlich induktiv und an beiden USB-Ports, das funktioniert alles gleichzeitig. Ich gebe dir noch kurz die Infos mit, was die dann unterstützen. Wireless Charging von der Powerbank unterstützt bis zu 10 Watt, ja, der USB-C bis 30 Watt und der USB-A-Anschluss dann halt auch die üblichen bis zu 15 Watt. Oh Mann, ganz viel, ganz neu, habe ich noch nicht gesehen. Sieht auf jeden Fall erstmal vernünftig aus.
bietet eine Menge. Wie gesagt, wenn ich über USB Typ C lade, ist das ja mit den 15 Watt, was ich vorhin angesprochen habe, vom USB-A jetzt gar nicht so das Problem. Typ C ist ja nur Standard, das kann man ja auch jetzt hier mit von Typ C auf Lightning oder was weiß ich, gibt es ja bestimmt auch irgendwie alles für die iPhone-User. Mhm. In dem Fall jetzt haben wir es jetzt nicht da. Ja, jetzt ist für mich natürlich tatsächlich die Frage, ich kenne den Hersteller nicht, die Firma, die dahinter steckt, die kenne ich schon. Die hat einen großen Namen, die ist bekannt. Du hast gesagt, was schätzt du? 20 habe ich gesagt. Also, das USB-C auf C mit 100 Watt Support liegst du komplett richtig, kostet 20 Euro. Und bei Lightning ist wieder Lizenzen, da ist ja dieser MFI-Chip oder irgendwas drin, da liegt man bei 25 Euro. Ja, ist wir haben übrigens legitim. Eine Kabellänge von 1,50? Beim USB-C-Kabel von 1,50 und 1,50. Und man gibt übrigens auch eine Lebensdauer an von, dass es 35.000 Mal gebogen werden kann, dass es das mitmacht. Du bist ein bisschen beschäftigt, bis du die Zahl hin hast. Okay, also 20, 25 ist für ein Kabel schon viel. Ja, aber man muss bedenken, ja. Man kann zum Beispiel auch, wenn man 100 Watt ausschöpfen will, auch nicht jedes Billigkabel für nehmen, weil dann macht das Ganze genau. Das nicht mit. Genau. Dann gehen wir mal zu der Powerbank mit induktivem Beladen, 10 Watt und 30 Watt Ausgangsleistung zum normalen Typ C kabelgebundenen Laden, was ich auch schon mal in Ordnung finde. 10.000 mAh kann man schon für 10, 15, 20 Euro bekommen, aber ohne induktive Ladefläche. Das muss man nochmal mit 10, 15 Euro extra aufrechnen. Ich sage jetzt mal 30 Euro. Ich glaube, ich bin aber zu niedrig angegangen. Genau. Also pass auf. 35. Preis ist natürlich zu niedrig. Definitiv. Wir haben hier. Man muss dazu bedenken, man hat die höhere Ladeleistung mit 30 Watt. Ja. Das heißt nämlich, die Kapazität ist in zwei Zellen aufgeteilt. Deswegen haben wir nämlich auch eine Spannung von 7, irgendwas Volt. Hm? Und das lassen sich auch andere Hersteller bezahlen. Hm. Wir haben nämlich zum Beispiel eine Powerbank da, die kann 60 Watt ausspucken und die kostet über 100 Euro. Ja. Will das jetzt nicht rechtfertigen, aber ich will nur kurz erklären, warum du so falsch liegst. Denn diese Powerbank kostet 80 Euro. Kann Wireless Charging, kann 30 Watt per USB-C ausspucken und hat noch den USB-Anschluss. Es ist ein, und natürlich bezahlt man irgendwo auch den Aspekt mit dem recycelten Kunststoff. Mit Sicherheit. Das ist ein stolzer Preis, aber das ist schon happig. Das ist happig, ja. Also da in aller Liebe mit dem, wie das Material recycelt ist, wie die Verpackungen aufgebaut sind, wie der Name dahinter steht, mit der Leistung, die drin ist und. Aber 80 Euro für 10.000 mAh, da kaufe ich ja noch ein Telefon für. Richtig, ja klar. Also ich muss auch dazu sagen, das ist natürlich alles noch UVP-Preise, weil die Geräte sind halt auch noch nicht lange erhältlich. Schick sie auf jeden Fall aus. Okay, dann gehen wir mal zu dem induktiven Ladegerät, das auch in dreierlei beladen oder zum Laden genutzt werden kann, über USB-A, Typ C und eben der induktiven Ladefläche. Ja. Hier ist auch das grüne Logo mit drauf. Es ist eine einfache Ladestation. Mit eben dann halt den 15 Watt bzw. 30 Watt waren es jetzt auch für Typ C, ne? Genau, 30 Watt über Typ C und 15 Watt in dem Fall induktiv. Ich sag mal 25 bis 30. Die Wireless oder der Wireless Stand kostet 70 Euro. Oh, nee. Ja, ich bin auch ein bisschen irritiert. Du hast beim Kabel hast du ja schon nicht niedrig angesetzt. Da hast du ja auch gesagt 20 Euro. Ich bin einfach... Genau, da hast du schon das richtige Händchen für gehabt, aber bei den anderen lässt du dich, glaube ich, durch Konkurrenzprodukte, die teilweise günstiger sind, aber teilweise halt auch andere Sachen supporten, weil oftmals hast du ja, wenn du dir so einen induktiven Ladestand holst, die meisten können immer 5 oder 10 Watt. 15 Watt und dann ist Schluss und mehr können die nicht. Aber die haben dann meistens auch keine weiteren Anschlüsse, wo man dann halt noch weitere Geräte und das ist jetzt für mich gleich, neu. Das ist gleichzeitig vor allem auch laden kann. Und wie gesagt, der Nachhaltigkeitsaspekt kommt hier noch dazu, ist aber auch ein happiger Preis. Ja, das bleibt dabei. Ich meine, wenn ich eine 50 Watt oder 100 Watt induktive, nee, 100 Watt, nee, sind wir noch nicht, bei 70 aber, glaube ich, waren wir schon induktiv beladen, mir eine kaufe, liegt auch bei 80 bis 100 Euro, genau, je nach Hersteller. Das sind dann aber auch leider nur immer zu einem ganz bestimmten Hersteller, Telefon, weil es Prinzip, ja kein standardisierter, genau. Oder es ist kein Standard. Also. Genau, ich fände zum Beispiel die Power Station oder die Wireless Station bei 50 Euro, fände ich die ganz sweet. Würde ich dann, sagen. Ja, da würde ich noch mitgehen mit ich den besagten Anschlüssen. Muss ja. Aber auch dazu sagen, dass ich bei Zubehör und auch bei Ladegeräten, wenn ich mir mal was kaufe, da auch immer ein bisschen mehr Geld ausgebe, weil ich da auch schon eher auf Qualität setze. Natürlich gibt es bei günstigeren Herstellern da auch für weniger Geld schon ähnliche Sachen. Ohne Frage. Gut, wir hatten ja mal so eine Hochrechnung gemacht. Je Wattstunde, die geladen werden kann, kostet es 1 Euro so ungefähr. Also müssen wir jetzt hier bei 65 Watt sein.
mit der Prämisse... Nee, müssten wir jetzt bei 65 Euro sein. Was habe ich gesagt? 65 Watt. Ja, wir haben ja 65 Watt und 65 Euro werden das dann umgerechnet. Ich bin noch ein bisschen vernebelt im Kopf, ihr merkt es ja selber. Dann sage ich dir, dass das... Kommt aber nicht hin. Der Instant Charger mit 65 Watt 50 Euro kostet. Ey, wie geht denn das jetzt? Frag mich nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist ja wie wenn 100 Gramm Schokolade dann halt nicht 1 Euro kosten, sondern nur 80 Cent. Ja, also ich sag mal, bei den Ladegeräten sind die Preise doch schon konkurrenzfähiger. Hast ja. du auch schon definitiv recht. Okay, also wenn du sagst, bei 65 Watt sind wir, was haben wir, bei 50? Bei 50 Euro. Und das 100 Watt müsste dann bei 85 liegen. Da liegen wir bei 80 Euro. Okay. Das ist ein konkurrenzfähiger Preis. Also andere, sagen wir mal, die günstigsten 100 Watt Ladegeräte fangen auch so roundabout bei 60, 65, 70 Euro an. Je nachdem, wie viel man haben will. Hier muss man ja auch dazu sehen, hier hat man auch zwei USB-C-Anschlüsse, die jeweils auch die 100 Watt unterstützen. Oftmals hat man ja entweder nur einen oder man hat zwei, aber nur einer davon kann 100 Watt und der andere halt nur weniger. Ist klar, man kann jetzt nicht zwei Geräte gleichzeitig mit jeweils 100 Watt anklemmen. Nee, das geht ja nicht. Aber man muss nicht darauf achten, ob man den einen oder den anderen Port benutzt. Das sind dann für mich zwei Produkte, wo ich sage, ja, die sind auf jeden Fall konkurrenzfähig und die können sich vielleicht auch so ein bisschen irgendwie von der Masse mit abheben, aufgrund des Designs und der Verpackung und der Anschlüsse. Das ist ja auch nicht der Standard. Preislich sind wir da in einem Rahmen, wo ich sage, ja, da kann man auf jeden Fall drüber reden. Bei den anderen vorgestellten Dingen wie der Powerbank und der Ladegeschichte bin ich halt einfach nicht bei dem UVP-Preis. Ja. Das ist mir persönlich. Wie gesagt, bei der Powerbank ist es, glaube ich, auch am offensichtlichsten. Aber wie gesagt, wenn man eine höhere Ladeleistung haben will, das kostet. Aber ich sag mal so, Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Richtig. Und das ist, glaube ich, immer so ein ganz guter Stichpunkt. Wir stellen euch ja Dinge vor, die neu sind auf dem Markt. Wo wir uns natürlich darüber freuen, dass wir da mal einen Blick drauf werfen können, weil auch wir schauen gerne über den Tellerrand. Und ihr merkt ja auch an unserer Kritik, dass wir manchmal mit den unverbindlichen Preisempfehlungen auch nicht zufrieden sind. Aber wie das im Leben so ist, Preise sinken, steigen und fallen. Und es ist ja niemand gezwungen, Sachen zu kaufen. Das ist der nächste Punkt. Wenn es nicht interessant ist, dann kauft man das nicht. Wenn man aber Interesse drin hat, sagt man, okay, dann warte ich halt einfach. Ne? Irgend so Black Week, Friday oder jetzt hier kurz vor Weihnachten, da gibt es auf jeden Fall bestimmt irgendwelche Angebote und dann guckt man da halt gezielt danach und wird mit Sicherheit feststellen, hey, das kostet jetzt gar nicht mehr so viel, sondern nur noch so viel. Jetzt bin ich bereit, das zu investieren. Richtig. So deswegen gehen wir ja auch einkaufen. Ist ja auch ganz normal. Wir haben ja auch viele andere Geräte, die wir nicht immer gleich zum Release vorstellen. Da nenne ich dir teilweise manchmal die UVP-Preise und kann dann aber zumindest sagen, hey, mittlerweile kostet es aber nur noch das und das. Genau. Und das wird hier auch irgendwann der Fall. Das ist ja auch das Schöne. Richtig. Und ich würde sagen, ich habe noch was für dich. Das heißt, weiter geht's. Ja. Oh, jetzt kommst du mit den großen Paketen hier an, oder was? Ach, na, endlich mal was zum Spielen. Ihr seid jetzt hardcore gespoilert, das steht direkt drauf. Sollen wir auspacken oder wollen wir es gleich so lassen? Ich würde sagen, wir packen eins aus. Hasbro! Black Series. Alter. Das dürfte dem einen oder anderen schon ein bisschen was sagen, denn die Black Series ist nämlich für Sammler gemacht. Oder sagen wir mal vornehmlich für Sammler. Ja, wahrscheinlich. Also, hier Han Solo drauf, ne? Ne, ist es natürlich nicht. Obi-Wan Kenobi, ich weiß. Und dann haben wir hier noch Riker Schumacher oder so. Nein, Darth Vader. Mir fiel jetzt gerade kein besserer Name ein. Eigentlich wollte ich gerade sagen, wie ist denn der andere böse Knilch da, der auch so... Kylo Ren! Ach, meine ich doch. Ken Solo, wer ist denn das? Kylo Ren. Nein, natürlich Ren Darth Vader, der Ursprung mit seinem... okay, hör mal auf zu labern, ich pack's aus, ist ja gut, sorry Leute. Warum brauche ich jetzt eigentlich ein Messer, um ein Laserschwert auszupacken? Das ist doch schon wieder irgendwie... Das du könntest ja dein Laserschwert dafür nehmen. Ja, es muss ja aber erstmal das eine mit dem anderen und dann wird das vielleicht was. Du hast dich automatisch also für das Darth Vader Schwert entschieden. Natürlich, in mir schlummert auch das Böse. Ich habe gerade einen Schnupfen. Nee, so schlimm. Das nicht. Lichtschwert, der Lightsaber. Ja. Hatte mir ja letztens unter einen Kommentar, oder einer von euch kommentiert, das Laserschwert, nee, das Lichtschwert nicht Laserschwert nennen du musst. Weil wir, Schande auf mein Haupt, ich hatte das glaube als... in meinem jugendlichen Leichtsinn als Laserschwert betitelt. Ja, es heißt eigentlich Lichtschwert. Ich Lichtschwert. Korrigiere manchmal, wenn wir das irgendwie so im Freundeskreis irgendwie so philosophieren, auch immer ein bisschen. Also vielen Dank nochmal für die Info, natürlich. Absolut berechtigt. Ja. Ich glaube, da werden sich einige Star Trek-Fans auf die Füße getreten fühlen. Vor allem die Star Trek-Fans, genau. So, okay. Es ist alles nochmal zehnfach eingepackt. Ich muss hier nochmal die Schleifchen der Ehre öffnen.
Was eine Wissenschaft, Jungs und Mädels. Das ist ja unglaublich. Ja, ich habe mal das so aufgebaut, wie man das benutzen kann. Also das ist quasi einmal weg. Dann habe ich quasi den Lichtschwert-Grundkörper und theoretisch drückt man hier drauf und dann kommt das rausgefahren. Das funktioniert natürlich in den Filmen ganz gut. In meinem Fall muss ich das jetzt noch einmal quasi händisch abschrauben und aufsetzen. Ich mache das jetzt mal ganz kurz. Genau. Das ist praktisch für die Leute, die dann halt nur mit dem Griff als zum Beispiel Cosplay rumrennen. Und jetzt habe ich schon verraten. Genau. Und dann schiebe ich jetzt quasi den Finger nach oben und dann ist das quasi an. Dann gibt es hier noch so Knöpfe und so und dann kann man quasi Treffer machen. Und man kann das auch halten und also man kann das halt richtig dann beim Gefecht quasi ein bisschen mit. Zeigen wir doch mal. Ja, das ist natürlich eine gute Idee. Ich sollte dir deinen schon mal anmachen oder kriegst du es alleine hin? So, und jetzt seht ihr dann hier auch das von Darth Vader. Zim. Und hier hat man dann auch die Taste. Und wenn man jetzt sozusagen trifft, da passiert jetzt nichts, dann drückt man die Taste. Oder man hält sie gedrückt. Genau, beim Halten würde es quasi so ein Rieb geben, aber nur an einer Stelle. Oder ich drücke halt immer drauf und habe dann die so quasi... Oh, das ist schon wieder ausgemacht. Krass. Die Dinger sind unglaublich schwer. Also ich habe so ein Imitat jetzt irgendwie noch nie in den Händen gehalten. Eine Replika. Ich habe, wie gesagt, so ein Replika noch nie in der Hand gehalten. Das ist hier unten komplett aus Metall. Also auch wenn man das dann aufschraubt, ist es halt wirklich aus Metall gefertigt. Und genau, da sind die Batterien. Kannst du ja mal zeigen. Da sind die Batterien drin, genau, 3 Stück. In dem Fall, bei mir ist es jetzt relativ einfach mit dem Einsetzen, bei dem von Darth Vader ist es ein bisschen schwieriger. Genau, aber letztlich ist es jetzt auch nicht schwieriger, aber es ist halt gesichert mit einer Schraube. Man muss diese Schraube aber nicht festmachen, weil bei mir kann man jetzt auch den Boden oder beim Darth Vader Schwert kann man auch den Boden einfach abschrauben und dann das Batteriepack raus. Das ist schon eine Hausmarke. Was jetzt ein bisschen schwieriger, komplizierter ist, ist, wenn man bei dem Darth Vader Schwert, Lichtschwert, das oben das Schwert abmachen will oder die Lichtklinge. weil da muss man nämlich das Ding draufsetzen. Das rastet ein und dann kann man den Metallring lösen und kann das Schwert rausnehmen oder die Klinge oder was auch immer und kann auch den Kristall einsetzen, wenn man möchte. Das kannst du ja mal tun, denn der ist nämlich auch dann anscheinend beleuchtet. Habe ich. Und wieder festgeschraubt. Ah, ich war noch gar nicht drin. Okay, genau, du müsstest den mal richtig festschrauben. Ach, das muss auch wieder mit dem wahrscheinlich. Das ist schon... Nee, nicht so. Nee, du musst den Metallring nehmen, der dabei ist. Guck mal. Ach so. Der nach beim anderen drum ist. Ja, jetzt kaputt gehen kann's nicht. So, ich habe das jetzt hier auch reingeschraubt. Das ist der da drin, aber ich weiß nicht, ob das so sein soll. Ja. Er macht was, aber ich weiß nicht... Doch, der leuchtet tatsächlich da so ein bisschen. Ja, und dann kann man reingucken und dann sieht man praktisch den Kristall. Ja, und der hat auch entsprechende Sounds gerade gemacht. Also der hat erkannt, dass da jetzt der andere Aufsatz drauf ist. Richtig. Jetzt ist es aus. Machen wir mal an. Also es, beim Hochfahren gibt es quasi dann einmal so ein Geräusch, beim Ausmachen halt nicht mehr. Aber das ist schon eine geile Umsetzung. Auch so wie hier die Kabel rausgucken und so weiter. Mehr Geräusche macht der jetzt nicht. Und dann kann man oben reingucken und sieht halt den Kristall. Ja, und du kannst es dann halt hier so schön auf die Station hindrapieren. Das ist jetzt für die Leute gedacht, die zum Beispiel dann wirklich mit einem Cosplay rumrennen, das dann an ihren, weiß ich, Hüftgurt machen und dann halt nicht das Lichtschwert oder die Klinge selbst mitnehmen, sondern nur das und dann den Kristall, aber dann trotzdem noch einen kleinen Effekt haben. Das ist so schwer. Unglaublich. Und auch hier, das ist auch halt einfach komplett Metall, vernünftig lackiert. Also sieht echt gut aus. Also das ist schon... auch die Lichtschwertständer, die dabei sind, sind übrigens auch teilweise, also ich würde sagen, ja, das ist so Aluminium, irgendwas. Ein bisschen Kunststoff ist auch mit dran. Auf jeden Fall auch schwer, dass die auch stehen. Und dann kannst du die da halt so reinstellen. Das ist mal wow. Also ich glaube, wenn man das als Weihnachtsgeschenk kriegt, na Halleluja. Und vor allem auch geile Deko fürs Büro. Findest du? So weit kommt das ja gar nicht. Möglicherweise. Geil. Also mega. Genau. Also der hat jetzt auch erkannt, dass jetzt im Endeffekt hier der Kristall drin ist und man kann jetzt diese Effekttaste nicht nutzen. Genau. Das wollte ich nur noch mal gucken, ob da noch irgendwas möglich wäre. Nee, sagte ich ja schon. Okay. Preise raten, ich... Hier sieht man übrigens nochmal den Kristall. Ne? Genau. Merchandise muss nicht günstig sein, kann auch teuer sein. Bei der Verarbeitung denke ich mal, dass ein Lichtschwert so bei 150 bis 200 Euro liegt.
Also es gibt auch noch von, übrigens dem Mandalorian, das richtige Schwert mit Laserklinge oder Lichtklinge. Geil. Sieht auch sehr geil aus und die liegen alle drei jeweils bei 300 Euro. 300, ja, da wollte ich nicht hingehen in den Preisbereich, aber mir war es irgendwie schon fast klar. Das ist halt das Gewicht, die Materialbeschaffenheit, die Funktionalität irgendwie. Naja, es funktioniert ja nicht, aber es macht halt schon irgendwie das, was es soll. Plus Erkennung von Bewegung. Nee, Erkennung von Bewegung, glaube, weiß ich gar nicht. Das macht er jetzt selber? Ja, ich drück nichts. Okay. Gut, siehst du, wieder was rausgefunden. ja, 300 Euro für einen Fan, der absolute Star Wars... Es gibt ja die auch in günstiger. Ja, die liegen dann so auch, wie du schon gesagt hast, bei 100, 150 Euro. Ja. Das hier sind ja wirklich die, sag ich mal, aus der Black Series, die dann auch wirklich zum Beispiel auch für Cosplayer für qualitativ halt hochwertig auch, ja, genug sind, dass sie sagen, oh, das sieht schon echt geil aus, wie so eine Replik. Wir haben ja hinten im Studio auch nochmal so ein anderes Lichtschwert zu stehen. Da sind die Batterien aber allerdings alle. Dann wird der rote Knopf oben gedreht. Pimp mal ein Laserschwert. Genau. Und das hatte im Endeffekt keine Effekttaste, sondern das hat dann auch im Endeffekt auch Bewegungserkennung. Macht dann Geräusche. Kann aber nicht dann diesen Treffer anzeigen. Das ist praktisch noch die erste Version davon. Naja, zumindest auf Kontakt reagiert es auch. Genau. Das war halt die günstige Variante. Wenn man das naja, dann nee, das war nicht günstig, naja, aber das war damals so die erste Version. Ach so. Kann man jetzt natürlich hier überhaupt nicht vergleichen. Aber ja, auch schon geil. 300 Euro und keine Ahnung, was das hier war. Ja, steht ja auch deswegen bei uns hier als Deko im Studio. Genau, fährt auch hoch und runter und bei dem anderen hast du halt die Effekttasten. Was aber Leuchtkraft der LEDs quasi, die jetzt hier quasi drin verbaut sind, sind schon mal eine andere Marke als das jetzt hier. Also das, man sieht schon den Fortschritt dann. Ja. Vielleicht sollte das auch so hell sein, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es wirkt halt einfach nicht so satt wie quasi die bei neuen hier. Ja, für einen Fan auf jeden Fall was. Also das ist schon... Jetzt ja, vor allem auch die Animation beim Darth Vader Schwert hat man gerade gesehen, wenn du mal beide nebeneinander machst und anmachst, das sieht man schon. Mehrstufig. Und hier ist es doch eher in Segmente. Hier hast du 5 Segmente oder so, ja, genau. Ja. Und dann macht das andere raus und dann siehst du. Ja, das ist schon ein bisschen geiler. Ja gut, jetzt kommen wir hier richtig hier Krieg der Sterne machen. Jetzt haben wir ja, sind wir stattlich ausgerüstet. Na, geht los. Ich würde sagen, wir brauchen noch das von dem Mandalorian. Wahnsinn, Alter. Was es nicht gibt. Ja. Also ich bin jetzt kein Über-Star-Wars-Fan, aber so ein Lichtschwert ist trotzdem faszinierend. Ich glaube, das kriegt ihr mit. Wahnsinn. Sehr, sehr, sehr krass. Wir haben übrigens noch was bekommen. Noch was? Aber wie kommen die jetzt eigentlich auf Star Wars? Obwohl, die ganze Serie auf Disney... Ja, immer rauf auf meine Finger und rauf auf die Lichtschwerter. Ah, okay. Das müssen sie abkönnen. Ich erhebe mich vor dem dunklen Meister. Genau. Und der ist übrigens auch als Replik bzw. kann als Cosplay getragen werden. Das erinnert mich jetzt ganz stark an den Ant-Man-Helm und an den Black Panther-Helm, den wir vor Jahren auch mal mit Hasbro irgendwie vorstellen durften, konnten. Die stehen auch immer noch bei uns hier im Büro. Das ist schon mal der Fingerhut. Hier kann ich dir übrigens mal spoilern, das ganze Zubehör ist magnetisch. Jetzt bist du Lord Helmchen. Ich sehe nichts. Und es ist übrigens auch ein Soundgenerator drin, ein Stimmenverzerrer. Okay, das testen wir gleich mal aus. Was ist das hier? Das ist Pappe, beziehungsweise halt so ein Effektding für Atemgeräusche. Weiß nicht, ob die Stimme auch verzerrt wird, aber zumindest für Atemgeräusche. Erstmal ab mit die Tüten-Dinger hier. Es sieht schon imposant aus. Alter, selbst die Nackenmanschette haben sie hier quasi nachgebildet. Ja, weil man die, glaube ich, sogar ein bisschen sieht. Ja, wahrscheinlich. Das muss ich mal irgendwie... Zeig mal von innen, genau. Da sieht man auch, selbst da haben sie sich dann halt wirklich an, ich wollte schon sagen, am richtig am Original gehalten. Ja, ich habe die Anleitung gerade wieder weggemacht. Irgendwie. Hier ist auf jeden Fall der Knopf für Power. Ah. Okay, und hier ist dann wieder die Batteriegeschichte. Hier. Und aus. So, dann setz mal auf. Ich mach dir deine Halskrause ran. Bitte krause mich zu. So, zack. Zack.
gewiss Lord Vader. Ja, mein Schnaufen hört man, glaube ich, auch so schon. Da bräuchte ich den Soundgenerator gar nicht anmachen. Warte. Lassen Sie mich Ihren Helm aufsetzen. Ich versuche mal, den selber zu finden, den Punkt, wo der magnetisch einrastet. Leute, es geht los. Wie kannst du den anmachen, den Sounddings? Ich drücke den Knöpfchen und dann hört man jetzt irgendwie was anders? Nö, aber man hört das Atmen. Also bei mir hallt das jetzt hier gerade drin irgendwie und man hört mich atmen. Das ist ungefähr so wie im Film, da hat das Atmen mit dem Sprechen nämlich auch nicht harmoniert. Der hat immer geatmet, wenn er gesprochen hat. Und ich glaube, ich muss hier tatsächlich immer drauf drücken. Ja, das ist ein Lord Helmchen. Das sieht schon stylisch aus, das Ding. Ich sehe nichts, keine Ahnung. Und wie bequem ist es? Sieht man auch halbwegs was? Alles so im leichten Rotstich. Also die Lampe rot, die Lampe rot, die Lampe rot. Bildschirm ist auch ein bisschen falsch von den Farben. Meine Hände sind jetzt auch noch dran, aber ja. Es geht aber. Je nachdem, wie doll man sich bewegt, rückelt das ein bisschen auf der Nase. Da kann man nochmal Polster vielleicht reinmachen. Und ansonsten ist das. Also ich kriege Luft, ich kann mich bewegen. Und vor allen Dingen kriegst du ihn auch selber auf und ab. Du nimmst hier oben einfach nur magnetisch den Helm ab und hinten das Nackenband, das kannst du ja einfach, das ist ja nur gesteckt. Jo. Genau, die Laschen an der Seite einfach ab. Ah, guck mal, so sieht er unter der Maske aus. Junge, was es nicht alles gibt. Sehr geil. Ja, wie gesagt, hier ist ein Knopf drauf. Dann drücke ich und dann macht er seine Atemgeräusche. Ich glaube, mehr kann der jetzt aber auch nicht, ne? Seine Atemübung, genau. Also die Magnetposition ist ein bisschen tricky irgendwie. Genau, ich glaube, da müsste man wahrscheinlich gucken. Irgendwie gibt es da wahrscheinlich doch einen Ständer. Weil letztlich, oder der ist integriert, dass man das Nackenband irgendwie als Standfuß irgendwie noch... Naja, wenn ich das jetzt so hinstelle, genau, dann steht der. Okay. Und dann kriegt er hier seinen Lasermaster noch in die Hand und dann ist gut. Tada! Genau. Wahnsinn! Einfach nur Wahnsinn! Ja, was kostet so eine Maske? 250 Euro. Nee, die sind nicht so teuer. Die Maske kostet 150 Euro. Ja, das, ich wollte es nicht sagen, aber was soll ich sagen? Weil die anderen nämlich damals auch, genau, jene welche, die mir gerade gereicht wird. Die von Atmen zum Beispiel, die lag auch bei 150 Euro damals. Das konnte mich noch so ein bisschen dran entsinnen. Und auch hier war so ein bisschen was mit Staub und Licht. Irgendwo. Ja, achso, ja, das auch. Und ach, den Black Panther haben wir nämlich auch am Start. Sieht man ja ab und zu mal bei uns im Büro. Und genau, hier konntest du irgendwo auch einen Knopf drücken und dann ging hier eigentlich auch was an. Das war dann auch so ein bisschen beleuchtet. Irgendwo hier am, ich weiß es nicht. Ja, vorne an der Seite hat er den Knopf gehabt und... ach, hier, genau hier. Da, leuchtet sogar. Guck dir das an. Oha, da muss ich nochmal Licht aus. Da sind die Batterien doch da. Genau, kannst die Farben umändern? Genau, in ich Rot. Ich glaube, das Visier kann man, oder die Augenlinsen kann man auch irgendwie hochklappen oder so. Oder zumindest beim Black Panther ging das? Na, hier nicht, die sind fest, aber du hast Gummis dran. Aber beim Black Panther, und da konnte man auch eine Beleuchtung, aber da sind entweder keine Batterien mehr drin oder sind leer. Steht da schon. Da kann man an der Seite eine Taste drücken, dann gehen die Augenlinsen hoch. Ja. Muss man aber gedrückt halten. An der Seite hier unten. Hier. Ach, hier, genau. Genau, dann gehen die hoch und auf der anderen Seite war der Knopf für die Beleuchtung. Genau, ja. Hat man dann gedrückt und dann hat praktisch die ganzen Streifenumrandungen haben dann geleuchtet. Wahnsinn. Was es nicht alles gibt. Sehr nüss. Stimmt, die lagen damals nämlich auch bei 150 Euro. Genau. Boah, geil. Jetzt haben wir hier alles da. Von Marvel bis, hast du nicht gesehen, Star Wars. Oh ja. Cool. Dann stell ich das mal wieder zurück. Und ich würde sagen, haben wir noch was? Nö, ich würde sagen, dann sind wir durch. Ach so, ne, dann kann ich das stehen lassen. Es ist schon ein bisschen faszinierend. Also ich könnte jetzt, glaube ich, noch eine Stunde mit länger damit rumspielen. Also werde ich wahrscheinlich auch. Aber die Geräuschkulisse alleine ist schon monströs. Geil. Ja. Super geil. In dem Sinne, lasst uns gerne mal ein bisschen Feedback da. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen andere Deko für die nächsten Folgen zusammen. Ich kann jetzt auch nichts mehr dazu sagen. Das war jetzt so ein Wahnsinns-Highlight jetzt hier mit den Lichtschwertern, den beiden Lichtschwertern. Von Obi-Wan Kenobi und Darth Vader plus Helm nochmal dazu. Cosplay ist quasi gerettet. Ich habe noch ein Batman-Kostüm da, lasse ich dann eine Maske einfach weg und ziehe mir nur das Muskelshirt an und fertig. Cape ist auch dran. Fertig. Darth Vader. Bisschen ein paar rote Punkte auf die Brust. Ende. Ja, kunterbunt und wunderviel und ein paar neue Sachen, die wir euch vorstellen konnten. Ein paar coole neue Sachen, die wir euch vorstellen konnten, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte. Mega. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Nice. Also ich freue mich genauso und bin auch mega begeistert von der Qualität, zumindest auch von den Lichtschwertern. Richtig geil. Und bei dem Darth Vader Helm, der macht optisch schon einiges her. Natürlich, klar, wenn man rangeht, man sieht, dass es Kunststoff ist. Da ist es halt bei den Lichtschwertern schöner, dass es wirklich fast ausschließlich Metall ist. Ja. Das merkt man dann halt auch. Das liegt halt auch echt mächtig in Hand. Also das ist schon... Ja, möge die Macht mit dir sein, ne? Genau, möge der Luke mit dir sein. Möge das mächtige Lichtschwert mit dir sein. Wahnsinn. So, dann lasst uns gerne mal Feedback da. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für die Mystery Gadgets, immer her damit. Ich weiß, da sind noch ein paar E-Mails offen, aber ich habe schon wieder ein paar schöne Vorschläge bekommen. Und die nächste Folge kommt am 23. Dezember. Da bin ich ja gespannt. Richtig, ich auch. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sind raus. Ronny spielt da jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde rum. Mindestens. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ich habe noch ein bisschen zu tun. Ciao, ciao.